Hallo auch von unserer Seite. Wir haben bei der Analyse des Neubaugebiets uns vor allen Dingen mit dem Thema Baurecht beschäftigt und dabei versucht, mit Hilfe von kleinen Grafiken das Baurecht verständlich zu erklären. Anschließend haben wir dann das Baurecht in Linkenheim mit dem Baurecht in Friedrichsdorf, einem weiteren vergleichbaren Neubaugebiet, verglichen. Das allgemeine Wohngebiet, das man auch in Linkenheim vorwiegend findet, dient vorwiegend dem Wohnen. Im Mischgebiet ergänzen dann noch Gebäude mit den Nutzungen des Arbeitens, aber auch der Gesundheit und der Verwaltung. Bei der Bauweise gibt es sowohl die offene als auch die geschlossene Bauweise. Bei der offenen Bauweise sind die Gebäude mit einem Grenzabstand gebaut, was sowohl für die Einzel- als auch die Doppelhäuser gilt. In Linkenheim ist die offene Bauweise im B-Plan eingezeichnet. Die GAZ gibt das Verhältnis der bebauten Grundstücksfläche zur Grundstücksfläche an. In Linkenheim wurde hier ein Höchstmaß von 0,4 gewählt. Die GAZ schließt dabei noch die Geschossigkeit bei der Berechnung mit ein und in Linkenheim wurde hier ein Höchstmaß von 0,8 gewählt. Bei der überbaubaren Grundstücksfläche dürfen Vorbauten eine maximale Länge von 5 Metern haben und die Grundstücksgrenze maximal 1,50 Meter überschreiten. Die Stellung der Gebäude ist immer parallel zur vorgegebenen Firstrichtung. Die Höhe der baulichen Anlagen wird über einen unteren Bezugspunkt festgelegt. Dieser untere Bezugspunkt wird über die Mitte des Grundstücks festgelegt und das gilt für alle Dächer, die in Linkenheim möglich sind. Bei den Dächern kann man in Linkenheim zwischen sehr vielen Varianten wählen, jedoch gibt es da dann auch einige Richtlinien in der Ausführung. Bei einem Flachdach ist eine aufgeständerte PV-Anlage möglich und auch erwünscht, ebenso eine Dachbegrünung, sowohl bei Gebäuden als auch bei Garagen. Die Garage muss 5 Meter von der Grundstücksgrenze abgerückt werden, ein Carport nur 1,50 Meter. Und Müll- und Fahrradanlagen sind 2,50 Meter von der Grundstücksgrenze abgerückt zulässig. Bei der Einfriedung ist unterschiedlichstes Material möglich. Maschendraht, Stahl, Holz, aber auch eine Hecke von maximal 1,40 Meter ist gestattet. An Grundstückseinfahrten darf diese nur 0,8 Meter hoch sein. Die Werbung darf an der Fassadenfläche von maximal 50 Quadratmetern eine Fläche von 0,5 Quadratmetern haben. Generell dürfen Werbeanlagen in der Erdgeschosszone, aber auch an Einfriedungen installiert sein. Bei der Stellplatzverordnung wurde festgelegt, dass pro Wohnung 1,5 Stellplätze auf dem Grundstück nachgewiesen werden müssen. Als Vergleichsprojekt haben wir uns mit dem Neubaugebiet Frank und Frieda in Friedrichsdorf in der Nähe zu Frankfurt am Main beschäftigt. Die Ökosiedlung hat mit 7,58 Hektar eine vergleichbare Größe zu unserem Planungsgebiet in Linkenheim-Hochstetten. Überwiegend handelt es sich um Wohnungsbebauung mit 350 Wohneinheiten, was im Vergleich zu Linkenheim eine höhere Dichte aufweist. Der Leitgedanken des Bauunternehmerprojektes war es, eine Ökosiedlung in zwei Bauabschnitten zu schaffen für alle Generationen. Die Immobilien stehen zum Verkauf sowie zur Miete zur Verfügung. Und durch die Vielfalt an Wohntypologien wird auch im Vergleich zu Linkenheim eine große Bewohnervielfalt geschaffen, wohingegen man in Linkenheim hauptsächlich Familien findet. In der Ökosiedlung durchquert eine Grünachse das Gebiet und verknüpft den Freiraum mit der Umgebung. Teile des Gebietes werden nur zu Fuß erschlossen und sind durch großflächige Tiefgaragen unterkellert. Ebenso gibt es ein großes Angebot an E-Mobilität. In Linkenheim hingegen gibt es breite Straßenquerschnitte und viele Parkflächen im öffentlichen Raum. Die privaten Grünräume der Ökosiedlung sind nur durch Hecken voneinander getrennt und offen gestaltet. Auch der öffentliche Grünraum bietet eine hohe Aufenthaltsqualität durch den zentralen Park und dem Quartiersplatz, welcher sich zum Gebiet öffnet. In Linkenheim gibt es eher städtische Züge und die Grünraumgestaltung an den Übergangszonen könnte noch besser ausgestaltet sein. Im nächsten Schritt haben wir das Gebiet ebenfalls aufs Baurecht untersucht und einige Unterschiede zwischen den beiden Gebieten entdeckt. In der Ökosiedlung gibt es sowohl die offene als auch die geschlossene Bauweise und in Linkenheim wurde die offene Bauweise angewandt.
In beiden Fällen handelt es sich jedoch um ein allgemeines Wohngebiet mit anschließendem Gewerbegebiet. Die GRZ ist in beiden Gebieten ähnlich und zeigt eine vergleichbare Ausnutzung der Parzellen. Jedoch gibt es Unterschiede in der GFZ, da in der Ökosiedlung höhere Werte vorgesehen sind und dadurch auch eine höhere Dichte entsteht. Es gibt neben den Reihen- und Einfamilienhäusern auch größere Wohnungsbauten, wie der achtgeschossige Wohnturm mit Ausblick in die Landschaft. Auch in der Gestaltung der Dächer gibt es größere Unterschiede zwischen den beiden Neubaugebieten. In der Ökosiedlung gibt es deutlich restriktivere Gestaltungsregeln, sodass nur Flachdächer mit einer maximalen Dachneigung von 10 Grad möglich sind und dadurch ein sehr einheitliches Quartier entsteht. Wohingegen es in Linkenheim einen größeren Spielraum gibt und daher auch das zusammengewürfelte Gefühl entsteht. Im Sinne der Einfriedung gibt es im Baugebiet Frank und Frieda auch sehr strikte Vorgaben. Somit sind nur einheimische Hecken mit einer Höhe von maximal 1,20 erlaubt, sodass eine Abschottung zu den Nachbarn wie in Linkenheim durch höhere Sichtschutzwände gar nicht erst möglich sind. Dadurch entsteht auch ein offenes Raumgefühl in der Siedlung und man findet oft auch keinerlei Abgrenzung. Im Fazit haben wir zwei Piktogramme gezeichnet, um links die Einheitlichkeit der Ökosiedlung der individuellen Vielfalt von Linkenheim gegenüberzustellen. Im Vergleich zeigt sich, wie sehr ein Neubaugebiet durch das Baurecht geprägt und im Ausdruck geformt werden kann. Im Neubaugebiet Frank und Frieda wird eine sehr strenge Formulierung angewandt im Baurecht und ein einheitliches Bild erreicht. In Linkenheim hingegen wurde den Bauherren sehr viel Freiheit in der Ausgestaltung der Häuser gelassen, sodass man ein Bild mit sehr viel Individualität, aber ohne architektonische Einheit erhält. Spannend ist auch, obwohl die Bewohner in Linkenheim im Vergleich größere Freiheiten hatten, fühlten sich viele dennoch eingeschränkt.